Es war bereits die zweite Krisenrunde im Augsburger Rathaus, die da am Donnerstagabend zum Thema Weltbild zusammenkam. Neben Oberbürgermeister Kurt Griebel, den für Wirtschaft und Arbeit zuständigen bayerischen Ministerinnen Ilse Aigner und Emilia Müller sowie Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz waren auch der Weltbild-Aufsichtsratsvorsitzende Generalvikar Peter Bär aus München sowie Vertreter des Betriebsrates mit am Tisch. Und am Ende gab es dann nach Tagen der Unsicherheit zumindest wohldosierte Hoffnung. Wir haben unter Beteiligung der bayerischen Staatsregierung einen Konsens darüber, welches Ziel man miteinander verfolgt, nämlich die Fortführung des Unternehmens. Alle arbeiten daran und alle haben sich bereit erklärt, daran mitzuwirken. Uns war es wichtig, die Botschaft zu schicken, dass die bayerische Staatsregierung ein großes Interesse daran hat, alles zu unterstützen, was eine zukunftsfähige Lösung zur Fortführung des Betriebes auch unterstützen kann. Natürlich auch im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn die Staatsminister kommen, heißt das, es hat eine hohe Priorität, die Arbeitsplätze in Augsburg. Und alle wollen gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist ja das Ergebnis, auch wenn es noch nicht sehr konkret ist. Und das ist doch ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wichtig ist mir, dass anders als vielleicht von der einen oder anderen Pressestelle berichtet, wir für den Fortbestand der Gruppe arbeiten und kämpfen. Wir sind der Meinung, dass die Weltbild-Gruppe aus einer Verbindung zwischen Online-Versand und stationärem Buchhandel einen Sinn macht und wir möglichst viel der Gruppe zusammenhalten wollen und hier für den Fortbestand des Unternehmens kämpfen. Vorrangiges Ziel sei es also, so zumindest der Tenor am runden Tisch, das Unternehmen Weltbild möglichst nicht zu zerschlagen, sondern als Ganzes zu erhalten. Dabei sollen die kirchlichen Gesellschafter helfen. Glaubt man der Gewerkschaft Verdi, haben sie erst kräftig Gewinne eingesteckt, bevor sie schließlich die Weltbild-Mitarbeiter im Stich gelassen haben. Ein Vorwurf, den der Aufsichtsratsvorsitzende Generalvikar Peter Bär nicht auf sich sitzen lassen will. Den Gesellschaftern ist einfach das Risiko zu hoch, dass diese Mittel auch sozusagen versickern in Anführungszeichen und der gewünschte Erfolg nicht eintritt. Und es ist ja nicht so, dass Kirche unbegrenzt Mittel hätte. Das heißt, wenn ich in einem Bereich die Mittel erhöhe, die ich dafür verwende, heißt es zugleich, dass ich das in einem anderen Bereich kürzen muss. Hier in diesem Dilemma steht auch Kirche, es stehen nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung. Offenbar waren die Gesellschafter, die geforderten 65 Millionen Euro aufgebracht hatten, überrascht worden von der plötzlichen Nachforderung. Längst war von der doppelten Summe die Rede. Und das, um einen Konzern zu retten, der sich in den letzten Jahren ziemlich deutlich immer mehr von den kirchlichen Kernthemen entfernt hatte. Im aktuellen Weltbildkatalog können Kunden neben dem Wohlfühl-BH Abra, der leistungsstarken Wurstschneidemaschine und dem Eintopfofen Outdoor natürlich auch Bücher erwerben. Kirchliche Titel sind allerdings nicht zu finden. Dennoch steht die Kirche zu ihrer Zusage, die 65 Millionen Euro, die den Konzern hatten retten sollen, nun für die soziale Abfederung der Mitarbeiter zu verwenden. Es besteht die feste Absicht, mit finanziellen Hilfen soziale Härten abzufedern in der Höhe des ursprünglich vorgesehenen Restrukturierungsbeitrags. Wir sind derzeit in konstruktiven Gesprächen mit der Kirche, um Betriebsmittel, also ein sogenanntes Massedarlehen von der Kirche zu erhalten für die Betriebsfortführung und damit mittelbar selbstverständlich zum Nutzen der Mitarbeiter. Und da sind wir sehr weit fortgeschritten. Denn dieser Betrag, den ich hier jetzt nicht beziffern werde in der Höhe, der ist einfach sinnvoll und notwendig für eine Betriebsfortführung. Hoffnungsschimmer? Ja. Doch für konkrete Zusagen ist es derzeit noch zu früh. Zuerst steht die Analyse des Insolvenzverwalters Geiwitz aus. Seine Mitarbeiter haben ihre Arbeit bei Weltbild bereits aufgenommen. Was allerdings feststeht, die Löhne der Mitarbeiter sind für die nächsten 3 Monate gesichert. Was danach mit Weltbild passiert, ist jedoch auch nach diesem zweiten Krisentreffen völlig offen.